gleich wie zu Haus. Wo treibt man dir den Kummer aus? Wo sitzt vereint mit dem Fliesenleger? Die Wirtin und der Nobelpreisträger. Wo seid ihr froh und ich ebenso? Wo gibt's dies und das und viel Schlagerspaß? Vielen Dank. Nehmt bitte wieder Platz. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn das Publikum aufsteht und flüchten möchte. Es wäre schon lieber, wenn es euch wieder hinsetzt. Einen schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause und herzlich willkommen zu einem brandneuen Schlagerspaß. Der ist wirklich so brandneu, den haben wir gerade vor einer halben Stunde erst ausgepackt und wissen selber gar nicht, was so drinnen ist. Aber wenn man in die Gesichter unserer heutigen Gäste schaut, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass das ein sehr schöner Schlagerspaßabend werden könnte. Wir wissen es ja noch nicht. Wie immer an meiner Seite unsere erste Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende, die Alma. Servus Alma, guten Abend. Guten Abend. Und unser zweiter Vorsitzender, Head of Music Department nennt man das heute, unser Jens. Guten Abend. Servus Andi. Wir beginnen die heutigen Sendungen, beginnen wir mit Kindern, wenn ich das so sagen darf, mit Zirkuskindern. Wir haben uns kennengelernt und war sofort eine Grundsympathie da. Jetzt kennen wir uns schon ein bisschen näher. Und ich habe mir gedacht, wir fangen an. Als Schlageroper könnte ich euch vielleicht noch ein bisschen was lernen. Meine Damen und Herren, die LaFontaine Brothers. Kommt, wir gehen auf die Bühne. Mein Hauptfach in meinem Beruf ist Lala machen, also singen. Und die zwar, die können jonglieren, die können domptieren, die können demontieren, die können motivieren und nebenbei machen sie ein bisschen Musik. Aber sowas von im Herzen. Und ihr seid noch wirklich ganz jung und deswegen singen wir dieses erste Lied lieber gemeinsam. Wissen Sie, was ich meine? Es ist nicht böse gemeint, aber ich möchte euch praktisch einmal zeigen, wie man so einen schönen alten Schlager richtig, wie sagt ihr, die Jungen, performt? Absolut. Performt. Was immer das ist, aber das tue ich jetzt. Mit Volare. Viel Spaß. Weil ich beim Quiz eine Fahrt nach Italien gewann, trat voller Hoffnung und Spannung die Reise ich an. Gleich als ich ankam, da hab ich ein Mädchen gesehen. Und unter Palmen, da musste ich es später gestehen. Volare, cantare, wie wär's mit uns zwei? Das wär doch für dich einmal neu. Doch ich hab keine Locken, ich bin kein Signore, sing auch kein Ständchen zur Nacht. Doch ich habe so manche schon manchmal sehr glücklich gemacht. Una musica dolce sonava soltanto per me. Stare lassù. Ma
penso ti e sogliere l'alma svanisco perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a suonare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Una musica dolce che suona per me. Ich nehme das mit dem Vormachen wieder zurück. Ist das großartig? Das sind ganz junge Burschen, kommen aus einer ganz anderen Welt, aus dem Zirkus. Und wie wir uns kennengelernt haben, ich glaube, das war beim Florian Silbereisen. Genau, bei der Schlagerstrandparty. Da habt ihr auch ein bisschen was gebracht, so vom Zirkus und so. Ja, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und das ist euer Applaus. Dankeschön. Vielen Dank. Aber du warst auch top. Danke. Absolut, danke. Danke. Jetzt, ich dachte, ihr müsst dankbar sein, mit mir zu singen. Und mittlerweile nach dem Lied bin ich dankbar, dass ich mit euch mitsinge. Nein, auf keinen Fall. Da sind wir wirklich sehr dankbar. Also, das war ein sehr schöner Moment. Ihr bleibt also auf jeden Fall noch da. Denn jetzt freuen wir uns auf eine Kollegin, die uns auch einiges lernen kann. Die ist ihrem Musikstil immer treu geblieben. Ist in Thüringen geboren, ist dann hinaus in die weite Welt. Und heute lebt sie im Freistaat Sachsen. Also gar nicht so weit von uns. Und sie hat gesagt, wenn im Schlagerspaß ein Platz frei ist, dann platziere ich mich da. Und da steht sie schon auf unserer Terrasse. Sie können sich freuen auf einen Klassiker. Country Roads wird sie singen auf Deutsch. Dieser Weg führt nach Hause. Hier ist Linda Feller. Country Roads, take me home. Sonne, hohe Berge,
Linda Feller im Schlagerspaß. Schön, oder? Solche Country-Songs ab und zu bei uns im Schlagerspaß. Gebe ich Ihnen recht, das ist schon was Schönes. Wir haben jetzt ein Lied auf dem Zettel stehen, obwohl Zettel ist falsch. Eine Dame hat mir eine E-Mail geschrieben, schön langsam, sodass ich es auch lesen konnte. Und sie hatte auch einen Musikwunsch aus längst vergangener Zeit. Bruce Lowe wäre ihr Lieblingssänger. Wenn wir daraus etwas spielen können, hat sie uns geschrieben. Und dann, wenn man dann weiterliest, ihre Briefe sind ja wirklich großartig, da stand dann auch, sie hat ihn kennengelernt, ohne ihn zu erkennen. Die hat einmal lang auf dem Zug gewartet und hat sich dann gedacht, bevor ich da jetzt stundenlang stehe, fahre ich per Anhalter. Fährt mit einem Autofahrer mit, der extra einen Umweg fährt, um sie nach Hause zu bringen, das Mädchen damals. Und dann ist er wieder gefahren und irgendwann sieht sie ihn im Fernsehen und sagt, das ist doch der, der mich nach Hause gebracht hat. Das heißt, Bruce Lowe hat sie nach Hause geführt und sie wünscht sich die Legende von Babylon. Und da haben wir auch ein Schmankerl für sie. Zwei Künstler, ein Duo, ganz, ganz neu. Vielleicht erkennen Sie den einen und bevor Sie jetzt lange rätseln, ich kenne den doch irgendwoher. Ja, früher einmal war er bei den Schlagerpiloten. Er hat die Fluggesellschaft gewechselt, wenn man das so sagen darf, und hat sich besonnen, dass er einen langjährigen Freund hat, mit dem er so oft Musik gemacht, aber noch nie auf der Bühne und schon gar nicht im Fernsehen. Fernsehpremiere bei uns im Schlagerspaß. Meine Damen und Herren, hier sind die Freunde!
Legende von Babylon, extra für uns neu aufgenommen von den Freunden, vom Hansi und vom Frankie. Schön, dass ihr da seid. Ist er noch frei? Bitte schön. Ich bin hier an unserem Tisch. Sie wissen es, wenn Sie eine lustige Truppe sind, schreiben Sie uns, wenn der Tisch frei ist. Können Sie, heute brauchen Sie nicht mehr schreiben, der Tisch ist besetzt. Nur, dass ich es gesagt habe. Ich sitze hier bei einer Narrenzunft. Was ist eine Narrenzunft? Ja, das ist richtig. Du sitzt hier bei der althistorischen Narrenzunft Offenburg e.V. Genau. Und eine Narrenzunft, das ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Fasnacht, also die Fasend, wie es bei uns heißt. Fasend? Fasend. 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 Ja, da bin ich froh, dass ich keinen Dialekt habe, das sage ich da. Genau. Ja. Der Bevölkerung näher zu bringen. Das ist die Aufgabe, genau. Okay. Ich habe natürlich ein bisschen vorher recherchiert und da stand, und Sie brauchen jetzt nicht genau schauen, es ist kein Gründungsmitglied dabei, diese Narrenzunft gibt es seit 1844, stimmt es? Ja, das ist richtig. Also 1844, das ist unser Gründungsjahr. Soweit geht unsere Tradition, unser Brauchtum zurück. Das ist so. Ja. Tradition, Brauchtum, worauf wird das? Weil ihr habt ja da so ein Puppel dabei. Der Krampe ist das. Wer ist das? Das ist der Krampe, das ist der Fasenskrampe. Der Krampe. Ja. Servus, Krampe. Kann man da auch so? Nein, der schläft noch. Der schläft noch? Ja, der wäre normal gar nicht da. Wann denn sonst? Am schmutzigen Donnerstag. Am schmutzigen? Ich dusche extra und ihr redet vom schmutzigen Donnerstag. Achso, und da wäre, das ist... Ja. Genau, das ist das Fasnachtskind, das schläft jetzt noch. Und am schmutzigen Donnerstag morgens, 6 Uhr in Offenburg, wird die Fasen sogenannt getauft. Nicht 6 Uhr. Nicht 6 Uhr. In der Früh, ja. Ist so. Tatsächlich. Ist das so? Ja, so ja. Ist es. Mir tun die Karnevalisten, wenn ich das in dem Zusammenhang überhaupt erwähnen darf. Ich war ja viele Jahre in Nordrhein-Westfalen. Ja. Da sagen, bei uns in Köln hat man Alaf gesagt und dann sagen sie in Düsseldorf und in Mainz Hello. Die tun mir ja schon leid, wenn sie am 11.11. in der kältesten Jahreszeit immer dann anfangen müssen und ihr um 6 Uhr in der Früh, also meine Damen und Herren, ich würde mir das zweimal überlegen, ob sie so einer Narrenzunft oder einem Karnevalsverein beitreten. Darum bin ich Schlagersänger geworden. Ja, und mir eben nachher. Und deswegen öffnen wir die Fasnacht und es rufen nicht Hello oder wir rufen Nari und Naro. Nari und Naro. Ja. So sieht's aus. Also wir rufen Nari und das Volk am Umzug. Naro. Komm, das probieren wir. Ja, komm. Du sag. Ich sag Nari und du Naro. Ja, okay. Wir alle sagen Naro. Was haben wir? Naro. Ich sag Nari und Naro. Ihr alle Naro. Also, Nari! Naro! Nari! Naro! Nari! Naro! Wenn jetzt der Umzug lang ist, geht's halt länger. Ja, natürlich. Okay. Also da kann man sich schon vorstellen, da geht's richtig... Zur Sache, so bei euch, wenn du so zeitlich aufstehst, dazu ist diese Schiffsglocke? Ne, ich stehe auch ohne Glocke auf, das ist... Dann, okay, was ist da? Gehört das auch dazu? Jawohl, ja, das gehört zu mir, zum Gott. Und zwar ist das ganz wichtig, ich bin sowas Ähnliches wie du, ein Ansager, ein Moderator. Natürlich. Wir haben auch ein ähnliches schönes Studio, bei uns ist das der Narrenkeller. Da werden unsere Kellerabende zelebriert, geht auch so 4-5 Stunden, etwas länger wie bei dir. Und ich muss mir natürlich am Anfang immer etwas Gehör schaffen. Ja. Okay, und das Gehör, dann wird geglockt. Das ist so ähnlich wie Nari Naro, das müssen wir jetzt auch mal üben. Ich sage bekannt und du sagst Machung. Bekanntmachung. Bekanntmachung. Ja, sag doch gleich Bekanntmachung. Nein. Bekanntmachung. So. Ja. Ach so, wir müssen Machung sagen. Ja, genau. Das Wienerin auch. Also. Genau. Okay. Und das Ganze... Ja, wartet, bis ihr mal in Österreich seid. Dann lade ich euch zum Heurigen ein. Dann schauen wir mal, da waren wir schon was wir dann alles erfinden. Und dann? Und dann, ja, dann jetzt. Stehen wir mal auf, ja, zusammen. Und dann, ich bin die Machung. Ja. Ja. Also erst komme ich komm rein. Ja, ja. Und dann? Bekannt. Machung! Und dann kann man das nächste Stück ansagen. Ja. Jetzt, ihr müsst das unbedingt da lassen. Nein, nicht. Sie möchten, okay. Aber es war eine gute Idee. Wenn ich jedes Lied so einleiten würde, das wäre eine gute Idee. Also, wir haben vorher überlegt, wer denn der Alma heute assistiert bei ihrer Bar. Die Puppe hat sich als erster gemeldet, weil die ist es nicht gewohnt, dass sie jetzt schon wach sind. Nein, der Michael hat sie. Komm, wir gehen rüber zur Alma. Ja, einen großen Applaus noch einmal und schön, dass ihr da seid. Die althistorische Narrenzunft. Offenbar. Hallo Michael. Das ist die Alma, das ist der Michael.
nimm dir die Schürze lieber. Oh. Drüber? Ja, genau. Du siehst, wir haben lauter hungrige Gesichter da. Die wollen alle was zu essen und zu trinken haben. Ich glaube, da bist du gut beraten mit dem Michael. Auf jeden Fall. Wir kriegen das fertig. Okay. Ich darf Ihnen jetzt einen Titel ansagen, den habe ich vor 30 Jahren zum ersten Mal gesungen, habe ihn dem Publikum vorgestellt und es wurde kein Hit. Gorka-Hit. Aber es ist eins meiner Lieblingslieder. Wahrscheinlich gefällt es mir deswegen so gut, weil Hoffnung drinnen vorkommt. Und Hoffnung kann man immer brauchen. Einmal wird der Wind sich wieder drehen. Ich habe eine Bekanntmachung, so sagt man das ja, eine Bekanntmachung, und zwar von einer Bekanntschaft. Ich habe die beiden kennengelernt bei Immer wieder Sonntags. Und zwar sind es Zwillingsgeschwister, die Bianca und der Patrick. Und die spielen und singen uns jetzt ein Lied, da werden Sie denken, oh, das ist ein ganz altes Lied von Ernst Mosch. Nein, ein junges Lied. Ein junges Lied, das es trotzdem geschafft hat, überall gern gehört und gespielt zu werden.
bei Hochzeiten, bei Festen, in Festzelten, überall spielt man die böhmische Liebe. Und bei uns heute im Schlagerspaß machen das Bianca und Patrick. Auf der Bühne nennen sich Amore Blu. Liebe. Jetzt erinnern Sie sich, ja, aber immer wieder sonntags haben Sie mitgemacht beim Nachwuchswettbewerb und heute zum ersten Mal. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass ihr zeigt, was ihr könnt. Die spielen noch mehrere Instrumente, deswegen kann man auch mehrere Applaus geben, oder? Amore Blu, Bianca und der Patrick. Da steht unsere Wunschbox. Ich habe die noch gar nicht gesehen. Das, hat denn schon jemand was rein? Ich weiß nicht, ich kann mal schauen. Schauen wir, vielleicht liegt ja was drin. Ein Brief ist drin. Ah, ja, schau, ja, es liegt ein Brief drin. Dann lies mal vorlesen. Ja, bitte. Ich weiß, dass die LaFontaine Brothers Zirkuskinder sind und Kunststücke können. Ich würde mir wünschen, dass sie uns davon etwas zeigen. Dein Andi. Das hättest du nicht lesen können. Okay, ich habe das da reingeschmuggelt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt natürlich sehr, sehr gerne hätte, dass unsere LaFontaine Brothers, wie sich die beiden nennen, der Harry und der Johnny, würdet ihr denn diesen Spaß mitmachen? Irgendwas? Ja, natürlich. Sehr gut. Bis später.
Meine Damen und Herren, vor 70 Jahren begann eine Weltkarriere in einem ganz kleinen Ort namens Begunia, ein paar hundert Einwohner, das ist im schönen Oberkrain. Das wiederum ist im wunderschönen Slowenien. Und wir haben sie schon ein paar Mal hier gehabt, das Enkel vom großen Slavko Ausenik. Vor 70 Jahren, wie gesagt, begann diese Karriere. Ich habe wieder mit dem Sascha telefoniert, was können wir denn machen bei uns? Und dann sagt er mir, 2023 feiern wir 70. Geburtstag. So lange kennen und lieben wir diese Musik schon. Und dann hat der Sascha zu mir gesagt, weißt du was, wir feiern dieses Jubiläum bei euch im Schlagerspaß mit einer ganz besonderen Besetzung. Wenn Sie da jetzt hinschauen, er hat seine Schwester mitgebracht. Ich begrüße dich recht, recht herzlich, die Monika ist heute Abend hier. Das ist die Monika. Die Monika und ich, wir haben uns bis jetzt noch nie gesehen, du bist ja noch gerade mal auf der Welt gerade. Aber einen Mann, der hinter dir steht, hinter euch beiden, euer Papa ist da, der Gregor Ausenik, Sohn vom großen Slavko. Wir haben uns lange nicht gesehen und dieser Applaus sagt dir, schön, dass du da bist. Die singen und spielen uns jetzt ein Lied, das geht unter die Haut. Und wenn Sie jetzt da genau hinschauen und denken sich, dieses Akkordeon vom Sascho Ausenik, das hat der nicht bei Bay ersteigert. Nein, das ist das Original-Akkordeon vom Opa Slavko Ausenik. Also, ich höre ganz ehrwürdig zu, weil der Titel hat was zu bedeuten. Ich werde dich niemals vergessen. Sascho Ausenik und seine Oberkrainer.
jeder Einzelne eine Koryphäe auf seinem Instrument. Die Sängerinnen und die Sänger heute Abend mit Schwester und Papa, die Oberkreiner Mütten Sascha aus Rieck. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch. 70 Jahre Slauke aus Rieck und seine Oberkreiner Musik. Ich stehe hier beim alten Fernseher. Ich habe mir hier eine Schallplatte hingelegt von Cindy und Bert. Was bedeutet das? Ja, von Bert mussten wir uns leider 2012 für immer verabschieden, aber die Cindy ist da. Und das ist wieder so was Typisches für uns, für den Schlagerspaß. Wir geben den ganz jungen Talenten die Möglichkeit, hier aufzutreten. Das tun wir sehr, sehr gerne. Aber wir würden niemals die ganz großen Stars von damals vergessen. Und es ist halt, sie haben uns mit ihren Liedern, mit ihrer Musik, mit ihren Auftritten viele, viele Jahre begleitet. Und unsere Cindy, die ja aus dem Saarland kommt, die hat gesagt, immer wieder gerne. Sie singt heute das Motto des Schlagerspaß. Oh, happy day. Cindy Bürger. Herrlich, oder?
Heute sind wir sehr vielseitig. Heute Cindy Berger singt Oh Happy Day. Ich habe ja in einer anderen Sendung, habe ich schon mal mit dir Cindy und Bert Medley gesungen. Ja. Meint ihr, ich kann die fragen heute? Natürlich. Natürlich, frag sie doch. Oder nein, frag ihr sie. Nein, frag du sie. Würdest du denn mit mir nochmal das Cindy und Bert Medley singen? Aber nur zu gerne. Ja. Ah, Andi. Bist du. So kann man auch zu etwas kommen. Wenn man vor Publikum fragt, bleibt dir gar nichts übrig als Herz. Ja, nur wenn ich freue mich drauf. Den Text hast du ja sowieso drauf. Ne? Ich höre einfach, was du singst. Ich bin immer ein bisschen Leadback. Guckst mir immer auf den Mund. Ich guck dir auf die Lippen, genau. Ja. Dankeschön, Cindy. Wir haben unsere Wasser, nennt sich das ja. Ihr seid damit vertraut mit solchen Worten. Ja. Bei uns ist es ein Drucker. Aber ist ja wurscht, ein Drucker ist ja wieder was anderes. Da kommt ja dann Papier. Egal, wir wollen uns da jetzt nicht lange aufhalten, wie dieser Wasser zu seinem Wort gekommen ist. Wir spielen ein kleines Spiel. Es geht darum, dass wir schauen wollen, ob man im Zirkus das Gespür hat, wie lange dauert eine Minute. Ja. Bei uns in Österreich dauert eine Minute ungefähr 700 Sekunden. Wir haben die Gemütlichkeit erfunden. Hallo. Und wenn ihr glaubt, dass eine Minute vorbei ist, dann buzzert ihr einfach. Jawohl. Und dann schauen wir mal, wie nah ihr kommt. Ihr seid vorher schon durchs Studio gegangen, habt unsere Bestenliste gesehen, oder? Genau, genau. Da wollt ihr wohl drauf, oder? Ja, absolut, natürlich. Bevor wir jetzt buzzern, ihr seid wirklich Zirkuskinder. Wir sind wirklich Zirkuskinder. War denn jemals ein Gedanke, dass ihr was anderes macht? Nein, eigentlich nicht. Auf keinen Fall. Okay. Natürlich war immer für uns die Musik im Vordergrund. Ja. Und wir haben auch von klein auf versucht, sage ich mal, alles für die Musik zu geben und es bis hierhin zu schaffen, wo wir gerade tatsächlich sind. Und ja, so wie es sein sollte. Ihr habt den größten Wettbewerb gewonnen in Deutschland, den es richtig. Hammer. Ja, darüber sind wir auch sehr, sehr stolz und sehr dankbar, dass wir das geschafft haben und mit so teuren Leuten. Dankeschön. Und ja, die Musik ist einfach alles. Und ich, alter Depp, glaube, ich kann euch noch was beibringen. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Pass auf, das Minutenspiel beginnt. Jetzt. Ab jetzt, nach einer Minute, dann bitte buzzern. Was mich auch interessiert ist, wie macht ihr das mit der Schule? Ein Zirkus ist ja nicht so wie irgendein anderer Beruf am Ort, wo man dann hinfährt mit der Straßenbahn oder sogar zu Fuß geht. Wie habt ihr das gemacht mit der Schule? Ich würde sagen, das erzählst du. Du bist ja jünger wie ich. Du warst ja erst. Ich dachte, du sagst, du warst in der Schule. Ich wollte gerade sagen, erzählt ihr mal, wie das ist. Ja, bei uns ist das immer so, man geht da, wo man gerade war. Also an dem Ort, wo wir gerade mit dem Zirkus waren, dort haben wir dann auch unsere Schulpflicht absolviert, sage ich mal. Ihr seid dann vor Ort dort in die Schule gegangen? Richtig, genau. Und wir haben dann immer von den Lehrern oder den Rektoren oder Rektorinnen einen Eintrag in unserem Ordner bekommen, wie denn unsere Fähigkeiten waren und wie unsere Noten waren. Und das haben wir dann meistens bis zur 8. Klasse gemacht. Ab da gab es dann Fernschule, weil wir dann in unserer Tätigkeit einspringen mussten, sage ich mal, in den artistischen und auch den musikalischen. Und da haben wir dann immer jeden Monat eine Mappe zugesendet bekommen. Entschuldigung für die Unterbrechung. Alles gut. Oh. Hey, 54 Sekunden, 83. Nicht ganz, leider. Aber da reicht es für die Tafel, Andi. Auf jeden Fall kommt ihr da dran. Das ist euer Applaus. Super. Dankeschön. Dankeschön. Aber jetzt sagt das noch mal zu Ende. Wenn ihr sagt, ihr kommt in eine Stadt und dort seid ihr dann in die Schule gegangen. Richtig. Wie lang ist denn so ein Zirkus in einer Stadt? Das ist immer unterschiedlich. Es kommt immer natürlich auf die Größe der Stadt an. Und wenn das eine etwas größere Stadt war, dann war das immer so 3 Wochen mal 2 Wochen. Und wenn das eine kleinere war, dann hatten wir auch Zeiten, wo wir wirklich nur 3 Tage gastiert haben, abgebaut haben, weitergefahren sind und wieder 3 Tage und das dann alle 3 Tage. Ganz genau. Und da kommt ein Haufen Arbeit natürlich zusammen. Also, dass ihr so gut drauf seid, die Leute haben das schon mitgekriegt, ist Hammer. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Dankeschön, ebenfalls. Sagt ganz, ganz liebe Grüße an die Familie. Machen wir. Und ihr singt jetzt ein Lied, das ist das Lied eures Lebens, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, es schweißt uns zusammen, es erzählt über uns als Brüder und ja. Und sehr verehrte Damen und Herren, ich würde sagen, Sie setzen sich jetzt wirklich einmal hin, lehnen sich ein bisschen zurück, nicht weil es romantisch wird, sondern diese Power und diese Kraft und diese Energie und diese Freude an der Musik, die reißen Sie sonst von den Stühlen. Hier sind Sie, die LaFontaine Brothers mit Wir sind Brüder. Jawohl. Vom ersten Tag bis in alle Zeiten
werde ich dich begleiten, weil ich dich lieb. Ich fühl mich stark, bist du an meiner Seite. Auf unserer Lebensreise bin ich froh, dass es dich gibt. Wie Pech und Schwefel, immer zusammen durch dick und dünn. Im Doppelpack mit dir macht das Leben doppelt Sinn. Wir sind Brüder, kein Weg ist zu weit. Durch jedes Abenteuer gehen wir zu zweit. Wir sind Brüder, wo du bist, bin auch ich. Ich spür dich an meiner Seite und im Gesicht das Rampenlicht. Vieles noch erleben, auf denselben Wegen gehen wir beide steil bergauf. Ich kenn dich gut und fliege mal die Fetzen. Ich fühl dich nie ersetzen und bin da, wenn du mich brauchst. Wie Tag und Nacht und doch schlagen unsere Herzen gleich. Im Doppelpack mit dir ist das Leben doppelt leicht. Wir sind Brüder, kein Weg ist zu weit. Durch jedes Abenteuer gehen wir zu zweit. Wir sind Brüder, wo du bist, bin auch ich. Ich spür dich an meiner Seite und im Gesicht das Rampenlicht. Ich halt dich, denn wir sind Brüder. Wir sind Brüder. Wir sind Brüder. Wow, ich halt dich, denn wir sind Brüder. Wie Pech und Schwefel, immer zusammen durch dick und dünn. Im Doppelpack mit dir macht das Leben doppelt Sinn. Wir sind Brüder, kein Weg ist so weit. Durch jedes Abenteuer gehen wir zu zweit. Wir sind Brüder, wo du bist, bin auch ich. Ich spür dich an meiner Seite und im Gesicht des Rampenlicht. Ich halt dich, denn wir sind Brüder. Wir sind Brüder. Wir sind Brüder. Wow, ich halt dich, denn wir sind Brüder. Unwiderstehlich, diese Brüder. La Fontaine Brothers. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch viel von diesen beiden wirklich sehr sympathischen jungen Männern hören werden. Die nächste Interpretin ist auch zum ersten Mal bei uns im Schlagerspaß, obwohl wir uns schon viele, viele Jahre kennen. Sie hat mit 6 Jahren, also sie war damals so groß wie ich jetzt. Mit 6 Jahren hat sie im Kindergarten schon alle unterhalten, gesungen. Und heute, viele Jahre später, moderiert sie nicht nur Live-Veranstaltungen, sondern auch bei verschiedensten Fernsehsendungen, führt sie durch ganze Sendungen, durch ganze Programme. Aber ihr Herz ist bei der Musik. Und sie hat gesagt, Andi, wenn ich in den Schlagerspaß komme, dann möchte ich ein Volksmusik-Medley mitbringen. Und dann haben wir geredet, welche Lieder sind denn da dabei? Und ich lese einen Hit nach dem anderen. Und wenn Sie genau hinhören, dann ist natürlich in einem guten Volksmusik-Medley hat unsere Romy auch einen Titel von Slavko Ausenik eingebaut. Hier ist unsere Romy! Blaskapelle hin zum Waldwirtshaus.
beim Spargel von. Vorwärts die Rosset laben, lustig schmettert das Horn. Romy beim Schlagerspaß mit einem Volksmusik-Medley. Da kanntest du auch eine, oder? Ja, auf jeden Fall. Das kennt man doch. Polonaise, so wie es sich gehört. Das ist eine Bekanntmachung, kann man sozusagen. Wir kommen zum nächsten Programm. Oh. Punkt hier. Hat's geklingelt? Wer ist das denn? Ja, es hat geklingelt. Hat geklingelt? Hast? Keine Ahnung. Hast du zugesperrt? Nee, hab eigentlich ich nicht. Eigentlich nicht? Es ist offen. Buenas noches. Semiro, was macht? Steht da rüber, ja? Entschuldigung. Hallo, Andi. Ich freue mich. Entschuldigung, dass ich störe. Bei der letzten Sendung habe ich hier meine Gitarre vergessen und ich brauche jetzt bei meinen Auftritten. Du kommst nicht, um deine Gitarre zu holen jetzt? Doch, doch. Ich dachte mir schon. Wir haben hier eine Ecke, wo die ganzen Fundsachen... Genau, das ist. Das ist die Gitarre. Vielen Dank, einen schönen Abend noch. Hey? Adios, ciao. Ich hab... Du kannst... Semino, ja. Du kannst... No. Die Leute zu Hause haben dich gesehen. Und die sind doch Gitarre? Jetzt enttäuscht, wenn du einfach gehst. Soll ich... Meinst du etwas... Du sollst etwa... Okay, was ist denn? Komm hier, stell dich... Mikrofon haben wir auch. Okay. Der kommt hierher und glaubt, er kann gleich wieder von da gehen. Du hast schon einen Bühnenanzug an. Genau, das heißt, du musst dann auf die Bühne. Meine Auftritte jetzt. Wir haben ja alles hier. Hast du alles hier? Hier. Warte. Das ist für meine Gitarre. Das ist ja, bist du hier in der Nähe, dass du vorbeischaust? Ja. Hier. Genau, perfekt. Der kommt rein und sagt, er will wieder gehen, er holt sich die Gitarre. Also bei uns sind ja alle, bei uns kann ja alles passieren. Genau, diese Monitore brauche ich auch. Aber nicht, dass du alles ein selber Semino macht, Rossi ne? bei uns vorbeischaut und nichts singt. Das mache ich gerne. Für dich und für das Publikum. Auf jeden Fall. Entschuldigung, ich mache das nicht jeden Tag. Zu mir. So? Genau. So perfekt. Geht das so? Perfekt. Spiel mal, ob das funktioniert. Aber kann man das auch? Es klingt wie eine Gitarre. Es ist eine Gitarre. Es ist eine Gitarre. Okay. Heutzutage kann man doch über MIDI irgendwelche Sounds. Hast du auch meine Mikro auch hier? Mikrofon? Okay. Mach ich an. Warte einen Moment. Geh weg. Man muss das aufpumpen. So. Genau. Guck mal jetzt. Ah, jetzt. Es war auf mich eingestellt, deswegen war es ein bisschen niedriger. Okay, singe ich gerne ein Lied. Ja. Aber beeil dich nicht, lass dir Zeit einfach. Okay. Die Leute warten dort, wo immer du auch einen hast. Meine Damen und Herren, nicht geplant, aber sehr erfreut, Semino Rossi. Vielen Dank. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Solamente una
una vez en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar se ve, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar se ve, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Das ist fantastisch. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Gracias. Gracias. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist unglaublich. Ja, ich weiß. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß, ja? Ja, werden wir haben. Es ist ein bisschen unfair uns allen gegenüber. Weißt vielen Dank, eine schöne Abend für euch. Wir alles proben Gute. Seit drei Tagen hier. Dankeschön. Du kommst hier hin und singst uns alle in Grund und Boden. Hab ich gerne gemacht. Jetzt aber raus hier. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Servus. Semino Rossi. Alma. Ja. Nächstes Mal sperrst du aber zu. Immer diese Störungen während deiner Sendung, das ist doch schon. Da haben Sie das schon einmal erlebt? Der kommt einfach hierher, hängt sich die Gitarre um und singt uns unsere Herzen weich. Meine Damen und Herren, auch das nächste Lied ist ein Ohrwurm, den wir seit 50 Jahren nicht aus den Ohren bekommen. Eine wunderschöne Nummer, Country Music. Sie singt es wieder wunderbar auf Deutsch. Ich finde eigentlich, sie singt es am besten. Im gesamten deutschsprachigen Raum singt niemand diese Liebe wie einen Rosengarten so schön mit der Stimme von Linda Feller. Lass uns nicht warten auf eine Liebe wie im Rosengarten. Auf all unseren Wegen ist einmal Sonnenschein und einmal Regen. Aber wenn du mich liebst und Liebe mir gibst, bin ich froh. Lass uns nicht warten auf eine Liebe wie im Rosengarten. Im April nach Hawaii, Acapulco im Mai. Sowas kannst du mir auch später noch einmal bieten. Aber ich bin zufrieden. Ich will keinen Mann, der so dann und wann auf dem Silbertablett mir die Welt servieren könnte. Denn was hilft das am Ende? Lass uns leben und lass uns lachen und aus dem Tag das Beste machen. Wenn wir das verstehen, ist jede Stunde schön. Lass uns nicht warten auf eine Liebe wie im Rosengarten. Auf all unseren Wegen ist einmal Sonnenschein und einmal Regen. Lass uns nicht warten auf eine Liebe wie im Rosengarten.
sprechen kann. Doch was fängt man mit Lügen an? Man fällt so leicht auf was rein, doch das muss nicht sein. Aber springst du ins tiefe Wasser mit mir, gibt's kein Zurück. Dann schwimmen wir im Glück. Komm, lass dir die wahre Liebe geben. Wir sind nur einmal jung im Leben. Schau, die Welt ist schön, man muss sein Glück nur sehen. Lass uns nicht warten auf eine Liebe wie im Rosengarten. Auf all unseren Wegen ist einmal Sonnenschein und Sonnenschein und einmal Regen. Linda Feller-Besang, die Liebe im Rosengarten. Und schauen Sie mich an. Was glauben Sie, was ich vorhab? Wie Kastelruther Spatzen. Ach, schauen Sie mal genau hin. Das ist eine Oberkleiner dran. Original. Habe ich mir besorgt, weil ich wusste, dass die Oberkleiner hier sind, weil Sascho Außenig da ist. Und ich möchte, weil es heute um den 70. Geburtstag dieser wunderschönen Musik geht, möchte ich ein Lied aus seinem Repertoire, eins meiner Lieblingslieder, und zwar heißt das Lied Tante Maria. Bei uns in Wien heißt die Maria Mitzi, Tante Mitzi. Aber wenn die Familie da ist, dann möchte ich natürlich nicht ohne Erlaubnis einfach hier anfangen zu singen. Unsere Tante Mitzi. Dürfte ich denn von eurem, Sascha, von deinem Opa, Monika? Monika, da ist die Monika. Darf ich? Das wäre sehr schön. Okay, okay. Von der Monika, das war nicht so überzeugend, aber ich bleibe einfach mit Abstand da. Sie hören jetzt die Tante Mitzi, gesungen vom Andi Borg. Ich habe mir dieses Lied vom Slavko Außenig. Jetzt brauche ich aber noch jemanden, der mich begleitet. Ja, wir. Macht ihr das? Wir würden das machen. Ich hätte jetzt einfach okay, komm, dann gehen wir auf die Bühne. Das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Du schämst dich aber nicht, dass ich das... Okay. Entschuldigung. Ich hab Stiefel an in seiner Schuhgröße. Ich habe 4 Nummern kleiner und muss aufpassen, wenn ich da runtergehe, dass die Stiefel nicht erst unten sind und dann ich. Wir spielen jetzt Tante mit... Aber wisst ihr denn, in welcher Tonart ich das singen kann? Normal ein Ton tiefer. Normal ein Ton tiefer, ja genau. Das hat nichts mit der Größe zu tun, sondern mit den Stimmen. Ist egal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, komm, wir gehen auch schütteln nach vorne da. Wir stehen alle in einer Reihe. Du nicht. Genau. Das ist so laut, das ist gescheiter, wenn es daneben steht. Unsere Tante Mitzi. Denn die Tante Mitzi weiß schon, was
Ich bin begeistert. Haben Sie das gesehen jetzt? Deine Schwester, die Monika, hat jetzt auch schon ein Strahlen im Gesicht. Mit dir hat sich gedacht, jetzt ist auch schon wurscht, jetzt machen wir eine Bolognese und Sander durch. Da, sehr schön. Die ganze Familie ist da. Ich freue mich und es ist ein großes Kompliment für mich. Noch einmal, ihr seid in diesem Jahr 2023 überall im gesamten deutschsprachigen Raum und weiter noch unterwegs und feiert deinen Papa, euren Opa, Slavka auswendig. Und dieser Applaus sagt, schön, dass ihr immer wieder im Schlagerspaß vorbeischaut. Dankeschön. Der Gregor, die Monika, sie hat mir es mittlerweile verziehen. Sie müssen mit der Kamera ein Stückchen zurückgehen, weil ich kann für nichts garantieren. Ich habe, wie gesagt, diese Schuhe an in einer Größe, die kenne ich nur vom Schlauchboot vorn. Ich gehe da jetzt rüber. Ist das jetzt mit der Jukebox? Ja, genau. Ich habe. Hast du mir die Briefe? Ist das die richtige Reihenfolge, so wie du das hingelegt hast? Ja, guck mal, ich gebe dir zuerst den ersten. Okay. Hier steht, grüß Gott. Also, liebe Christine, so brauchst du mich auch wieder nicht ansprechen. Na, grüß Gott, verehrter Andi Borgstetter. So ist es. Ihre Sendung Schlagerspaß macht mir viel Spaß und Freude. Zumal schöne alte Volkslieder. Gerade haben wir gerne unsere Tante. Hau ich mit der Schuhspitze an dieses Fass. Ich bin ein großer Fan der Volksmusik, kann kaum erwarten, dass Ihre Sendung immer wieder stattfindet. Hier habe ich meinen Wunsch. Steig in das Traumboot der Liebe. Damit haben Sie auch hier im Studio jemanden einen Gefallen getan. Als wir das vorgelesen haben, hat die Cindy Berger gleich gesagt, das will ich singen. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so. Dann super. Darf ich dich rüberbieten, ja, zur Jukebox. Ja. Hast du es denn so auf der Bühne schon gesungen? Oder? Ich habe den schon mal gesungen, ja. Okay. Kriege ich hin. Das traue ich dir auch zu. Hast du dem Michael gesagt, wie das funktioniert mit der Jukebox? Ich habe es ihm vorher mal kurz gezeigt, ja. Der kriegt das bestimmt auch. Also du musst draufdrücken, ja, und nicht mit der Schelle glauben, das ist die Begleitung. Ich nix Schell. Okay, du nix Schell. Okay. Ich drücke. Okay. Das Traumboot der Liebe. Fahre mit mir nach Hawaii. Dort auf der Insel der Schönheit wartet das Glück auf uns zwei. Die Nacht. Berger singt, steig in das Traumboot der Liebe. Da wird einem nicht nur warm ums Herz, sondern als Moderierer wird dir auch am ganzen Körper heiß. Wir haben noch einen Brief. Ja, genau. Und du hast mich gerade darauf hingewiesen, mit der Telefonnummer. Wir, ja. Mit der Telefonnummer. Mhm. Wollen wir das so machen? Ich hebe ab und du wählst schon mal. Okay, mach dann, ich. Weil diese Telefone, wie geht denn das? Wie sie gar nicht kennen. Achso, du hast die Nummer nicht. Schau her, ich zeig das. Ich versuch's mal. Meine Mutter Hildegard und ich
sind wahrscheinlich deine größten Fans. Fast täglich schauen... Täglich? Okay. Täglich? Und guten Videorekorder. Fast täglich schauen wir uns den Schlagerspaß an. Bei der Musik kann man alles drumherum vergessen. Das stimmt. Auch die Ansagen. Deswegen muss ich sie runterlesen. Meine Mutter... Also, aber du bist noch nicht fertig, oder? Gleich. Okay, eins. Noch eine Nummer. Ja. Okay. Stimmt, das war eine Nummer. Es wäre größer, wenn du einmal anrufen könntest. Machen wir jetzt. Dann rufe ich jetzt... Die Hildegard und Gabi an. Ja, hallo. Ja, grüß Gott, da ist der Andi Borg. Wir sind gerade beim Schlagerspaß. Mit wem spreche ich denn? Ich wäre verrückt, der Andi Borg. So eine Überraschung. Hallo, servus. Wer ist denn am Telefon? Die Hildegard oder die Gabi? Die Gabi ist am Telefon. Die Gabi. Du hast mir den Brief geschrieben, oder? Ich habe dir den Brief geschrieben als Überraschung für meine Mutter, ja. Ist sie denn in der Nähe? Die ganz gerne mit dir mal sprechen würde. Ja, dann gib sie mal rüber. Ja, Moment. Gibt's auch ein Lied? Gib sie mal rüber. Ja, hallo. Hallo, Hildegard? Ja. Du wirst es nicht glauben, ich bin der, wo du im Schlagerspaß immer angucken musst. Damit du uns glaubst, dass wir wirklich von der Sendung aus anrufen, das ist ein Applaus an die Hildegard. Also, ich hoffe, du schaust auch in Zukunft den Schlagerspaß, wünsche dir alles, alles Gute. Sag der Gabi, das war eine ganz liebe Idee, dass wir heute miteinander telefonieren, oh, oder? Und ich freue mich. Die Gabi hat mir noch einen Wunsch aufgeschrieben. It's now or never. Ja. Würdest du dich darüber freuen? Ja, ich freue mich jetzt, ja. Ja, ich bedanke mich recht, recht herzlich für diesen Wunsch, weil wir haben hier auch große Freude bereitet, die LaFontaine Brothers. Die singen jetzt dieses Lied. Ist doch so, oder, Harry? Ja, aber absolut. Ja, Gianni? Ja, klar. Dann darf ich euch rüber bitten. Und Sie genießen jetzt It's Now or Never, gespielt von unserem Michael, gesungen von den LaFontaine Brothers. Ja. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love would wait. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love would wait. It's now or never. Die LaFontaine Brothers, die haben wirklich Musik im Blut, oder? Zirkusblut. Ja, die haben uns ja noch versprochen, dass sie nachher dann, da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Dann haben wir noch einen dritten Musikwunsch. Ja, genau. Da. Der Rolf schreibt uns das, und zwar schreibt er: Sehr geehrter Herr Borg, meine Frau und ich möchten Ihnen mal Danke sagen für die vielen schönen Schlagerspaß-Sendungen. Mit anzusehen, wie auch die musikalischen Gäste sich über die Darbietungen freuen und mitmachen. Das ist jetzt an euch gedacht. Ihr macht auch heute wieder sensationell mit. Jetzt könnt ihr euch einmal selber einen Applaus geben. Das haben Sie sehr schön bemerkt, lieber Rolf. Was uns besonders freut, dass Ihre Sendung ohne großen Vierlefanz auskommt. Keine Musiker, die von der Decke hängen, oder Feuerwerk, das angezündet wird. Es reicht vollkommen, wenn zwei Fässer am Telefon stehen. Das steht da aber nicht. Das musst du doch nicht sagen, aber das ist lustig. Nein, der Rolf hätte das niemals geschrieben. Vielleicht können Sie auch meinen Musikwunsch erfüllen, den von mir und meiner Frau. Blue Bayou. Ich habe den Titel nicht einmal zu Ende ausgesprochen, hat Linda Feller schon gesagt. Ich? Jawohl! Da kann man doch nicht Nein sagen, oder?
Da dürfen wir doch nicht Nein sagen. Darf ich dich zur Jukebox bitten? Sehr gern. Lieber Rolf, vielen Dank für diesen lieben Brief. Einfach aus der Seele geschrieben und dieser Wunsch wird sehr, sehr schön erfüllt von unserer Linda Feller. Blue Bayou. Der Weg, den ich oft in Gedanken gehe, führt am Fluss entlang zum See und zu dir, denn dort wartest du am Blue Bayou. Unter Bäumen liegt ein Haus, es sieht wie im Märchen aus. Darin wohnen die Liebe und du. Interpretiert von unserer Linda Feller, ein Musikwunsch von unserem Publikum aus ihrer Mitte. Hören Sie bloß nicht auf, uns Ihre Wünsche zu schreiben, vor allem so schöne Komplimente zu machen. Wir machen weiter mit zwei Gästen, die auch heute zum allerersten Mal hier sind. Mhm. Amore Blue nennen sie sich, wenn sie auf der Bühne stehen. Wenn sie zu Hause ein bisschen zanken oder so, wie das Geschwister so machen, dann sagt bestimmt die Bianca zum Patrick Patrick und der Patrick zu Bianca bestimmt Bianca und nicht Amore Blue. Aber ein Herz und eine Seele, nicht irgendwann, sondern jetzt singen sie irgendwann. Im Riesenrad des Lebens, da erlebst du manchmal was. Dann brauchst du starke Nerven, denn nicht alles, das macht doch Spaß. Das Gras ist meist woanders, viel grüner als bei dir. Dann brauchst du einen Schlüssel, und schon öffnet sich eine Tür. Irgendwann verstehst du dann, es ist doch nicht so, wie es kam. Ein kleiner Umweg darf ruhig sein, dann sagt das Glück zu dir, komm rein. Irgendwann ist es so weit, alles braucht manchmal seine Zeit. Wenn sich der Nebel lichtet, siehst du wieder klar. Das Horoskop ist ja verstehst du dann, es ist doch nicht so, wie es kam. Ein kleiner Umweg darf ruhig sein, dann sagt das Glück zu dir, komm rein. Irgendwann ist es so weit, alles braucht halt manchmal seine Zeit. Hast du den Job?
Herz und deine Seele. Irgendwann gesungen von Amore Blu. Schön, dass ihr da seid. Diese ganz alten Lieder, die kenne sogar ich nur aus Erzählungen. Ich kenne aber manche Lieder vom Gesang meiner Mutter. Wenn meine Mutter zu Hause umeinander gerannt ist, hat sie irgendeine Melodie gesungen, wie zum Beispiel Der weiße Mond von Maratonga. Das hat mir so gut gefallen, das habe ich heute noch in Erinnerung. Sie nicken gerade, kennen Sie das noch? Ja. Und ich habe meine Mutter immer gefragt, wo liegt denn dieses Maratonga? Das ist frei erfunden, so wie dieser schöne alte Schlager, Der weiße Mond von Maratonga. Eine Sage erzählt, wenn die Liebe dir fehlt und dein Herz wird vor Sehnsucht so schwer. Such im Mondlicht am Strand eine Perle im Sand, wirf sie weit in das nächtliche Meer. Der weiße Mond von Maratonga, er hört, was die Herzen erflehen. Der weiße Mond von Maratonga lässt Märchen und Wunder geschehen. Einige, die heute Abend hier drinnen sitzen, die waren noch nicht einmal geboren, als ich das gesungen habe. Dann noch ganz junge Menschen. Aber das sind einfach schöne alte Schlager. Und da ist es auch völlig egal, ob Maratonga erfunden wurde oder nicht. Einfach ein schöner Schlager. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wir kriegen ja sehr viel Post von Menschen, die sagen, wir sind Oma und Opa oder sogar Uroma und Opa. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Omas, die zuschauen, nicken und sagen, ja, das hat die Lolita immer gesungen. Da haben sie vollkommen recht. Und so Großeltern ist es ja schon sehr lieb, wenn die Kinder einmal auf die Idee kommen, Danke zu sagen, aus tiefstem Herzen. Und noch lieber hören das die Omas, wenn das das Enkelkind sagt. Und genau das macht jetzt unsere Romy. Oma, ich möchte Dankeschön sagen. Romy. Unsere noch kleiner war, da warst du allweil da. Hast mir dein Leben gesagt und dass man allweil lachen kann. Und wenn ich mal traurig war, hast du gesagt, komm zu mir her, leg dich in meine Arme. Dann war die schnell vorbei, ist traurig sein, bei dir ist immer warm.
Denk so gern an dich. Du bist der Wahnsinnsmensch für mich. Ah, so ein Oma hat. Ist ein Geschenk für jedes Kind. Du hast mal gelernt, wenn's Leben mal traurig ist, ein Freund hat offene Augen. Vorbei mit dem Traurigsein und dir wird's wieder warm. Oma, ich möchte Danke sagen. Ich spür deine die Geborgenheit meiner Jugendzeit, bist immer für mich. Es war früh öfter so. Oma, Nach diesem Volksmusikmedley, wo man gesehen hast, was du für eine Power in dir trägst, dieses Lied zu hören, ich schließe mich jetzt an bei meiner Oma. Ich sage auch Dankeschön, das hast du sehr schön gesungen. Unsere Romy. Ja, und ich stehe hier, weil ich den Michael abhole. Okay. Es ist soweit. Ich bringe dich wieder zu... Ist doch jetzt, oder? Kannst du... Jetzt. Ausnahmsweise. Gehen jetzt? Ja. Immer. Nein. Oh. Komm. Tschüss. Es war so schön. Es war so lustig. Jetzt blenden wir uns ein. Narrenzunft. Dann ist alles klar. Alma, bis neulich. Mach's gut. Das ist dein Applaus. Lieber Michael, du warst fantastisch hinter dem. Ich bring dich zu deiner Shell und zu allen anderen. Dass ich das noch erleben darf. Ja. Schön, dass ihr da seid. Sie sehen also, wenn Sie eine lustige Truppe sind, dann schreiben Sie uns, dann werden wir diesen Tisch für Sie reservieren. So wie wir diesen Tisch reserviert haben, jetzt wäre es Zeit, weil sonst wäre es zu spät. Mit der, ich gehe jetzt hier mal rüber. Ja. Wie schaut es denn aus mit? Habt ihr auch was überlegt? Das mit dem Jonglieren, das würde ich sehr gerne sehen. Das werden wir jetzt machen. Okay. Und du hast mir dann ja noch was anderes versprochen. Ja. Ja. Aber jetzt schauen wir uns einmal, nimmst du wirklich vier? Ja. Genau, wir klopfen auf den Tisch, meine Damen und Herren. Es wird jongliert. Im Schlagerspaß. Konzentration. Und höpp. Das ist unglaublich. Hast du dir das so vorgestellt? Nein, nein. Vor allem, ich habe ihn genau beobachtet mit den Augen. Du kannst auf alle vier Bälle gleichzeitig gucken und deine Hände bewegen? Ich muss sogar. Ich muss. Ja. Sonst geht einer einfach rechts oder links verloren und dann schießt du nachher ohne da. Und es ist ja gar keine Zeit zum Nachdenken, das macht man Nein, einfach. Nein, überhaupt nicht. Das hat dein Bruder sehr gut gemacht, ja, mit einem Zwischenapplaus sogar, mit Trommelwirbeln. Du hast gesagt, wir sehen jetzt einen Handstand. Ja, aber den sehen wir nicht von mir, sondern von dir. Nein, wir haben gesagt von mir. Nein. Du machst jetzt einen Handstand. Dann sag mir erstmal, wo ist bei einer Kugel oben und unten und in der Seite. Du kannst ja von mir keine Hand. Also jetzt, ich habe ein Mikrofon in der Hand, es tut mir leid. Ich nehme dir das Mikro ab, wir helfen dir beide und du machst einen Handstand. Da wären wir doch für, oder? Also. Was soll ich denn, wer hält mich denn? Wir halten dich beide. Also ich helfe dir nur hoch und er hält dich. Du kannst uns beide vertrauen, Andi. Arme steigen lassen. So, meine Damen und Herren, falls Sie denken, das ist nicht der Schlagerspaß, es tut mir leid, das ist der Schlagerspaß. Einen Moment. Ja. Wir bitten natürlich nochmal um einen Trommelwirbel, natürlich für Andi. Also bitte. Okay. So. Arme steif. Applaus. So.
super. Andi, das hast du top gemacht. Also. Das war doch schon sehr gut. Schreib auf, die laden wir nicht wieder ein. Die, wenn die da so daherkommen. Alle anderen genügt es, ein bisschen was zu singen. Die können auch noch kochen und was weiß ich, stricken. So, aber jetzt möchte ich noch einen Trommelwirbel. Bitte, bis die Tische kommen. Sehen wir bitte jetzt einen Handstand. Na klar. Ich halte dich. Andi, glaub mir, ihn brauchst du nicht halten. Was macht er denn mit dem Stuhl? Ja, der weiß, was er macht. Schau hin, schau hin. Ich würde sagen, fast nur so gut wie du, Andi. Fast so gut. Ja. Wenn du mir das gleich gesagt hättest, dass ich den auch auf den Stuhl machen hätte können, dann wäre ich sofort weggelaufen. Aber dann wäre es nicht so besonders wie du, Andi. Ja, genau. Ja, das stimmt. Wir sagen vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer noch, dass ihr da seid. Und dieser Applaus sagt ja, euch, schön. Kommt bitte irgendwann so schnell wie möglich wieder. Das machen wir auf jeden Fall. Die Lage zu. Ich muss jetzt mal, darf ich mal? Ja, klar. Ich habe nur geschaut, ob das ganz ein normaler. Das ist ein ganz ein normaler. Okay. Ja, jetzt der Hinweis an Sie zu Hause, meine Damen und Herren, machen Sie das bitte nicht nach. Sie können uns gerne Musikwünsche übermitteln, aber nicht einen Handstand probieren auf dem Küchenstuhl, wo daneben vielleicht auch noch irgendeine Küchenmaschine läuft. Ich will mir es gar nicht vorstellen. Vielen Dank euch beiden. Wir haben heute zwei Freunde begrüßt, den Hansi und den Frank. Wie gesagt, den einen kennen Sie von den Schlagerpiloten. Ist eine endlose Geschichte, die ist lange vorbei und ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind. Quasi als Premiere, Ihr eigener Titel, ich habe mich neu in dich verliebt. Hier sind die Freunde! Ich hab mich neu in dich verliebt, so wie es das nur selten gibt.
Meine Damen und Herren, die Freunde mit ihrer aktuellen Single. Schön, dass ihr da seid. Und Sie, meine Damen und Herren, kommen jetzt in den Genuss von den großen Hits von Cindy und Bert. Heute von Cindy und Burg. Spaniens Gitarren begleiten die Verliebten seit ewigen Zeiten. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein. Und da muss viel Musik sein, Senor. Spaniens Gitarren, die spielen, als ob sie mit den Liebenden fühlen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein. Dann kommt Spanien so spanisch dir vor. Und wir zwei lassen die Sorgen zu Hause. Denn es liegt Sonnenschein über der Welt. Spaniens Gitarren, die bringen alle Lieder der Liebe zum Klingen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein. Und da muss viel Musik sein, Senor. Spaniens Gitarren verschönen uns die Stunden der Liebe mit Tönen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein. Dann kommt Spanien zu Spanisch dir vor. Olé! Wo die Sonne schöner scheint, wenn der Tag erwacht und zwei das Glück vereint in der Sternennacht. Wo der Himmel freundlich schaut auf ein Liebespaar, da ist alles anders als es war. Wenn die Rosen erblühen in Malaga, ist für uns unser Sommer der Liebe da. Denn die Rosen, die blühen in jedem Jahr für ein glücklich sich liebendes Paar. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und das sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder sonntags. Cindy Berger. Beim Schlagerspaß mit den größten Hits von Cindy und Bert. Vielen, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Wir beginnen jetzt wieder, wie immer am Ende, mit Ihren Musikwünschen. Einer nach dem anderen. Die La Fontaine Brothers singen, wie heißt das nochmal mit dem Kaffee, wo kein Zucker drin ist? Zucker im Kaffee. Zucker im Kaffee, so. Jawohl, so ist richtig. Zucker im Kaffee. Mit Zucker im Kaffee. Und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer in Salat. Und Musik im roten Vino, die man hat.
und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senior. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senior. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senior. Weg, er taugt nicht viel, aber sie hat ihm allein vertraut und für ihn war alles nur ein Spiel. Als er sie dann sitzen ließ, traf sie's wie ein Schlag. Sie tat mir schon lange leid und ich hab ihr gesagt, es war eine Wanderschaft zu dem Ziel, das man nur miteinander schafft. Geh ich dann bald sein, muss man ein Stück allein. Sag ich Kopf hoch, Schatz, du musst nicht traurig sein. Ich komm bald wieder, wieder vorbei. Und unsere Liebe blüht wieder neu. Wenn ich auch gehen muss, nimm das nicht schwer. Ich komm bald wieder. Ich komm bald wieder, wieder vorbei. Und unsere Liebe blüht wieder neu. Wenn ich auch gehen muss, nimm das nicht schwer. Ich komm bald wieder. Wir uns einmal wiedersehen.
genau. Ich wohl Turm, hab nicht links und rechts geschaut. Zwäng mich in die überfüllte U-Bahn. Und das Leid, wo man nicht umfallen kann. Rechts neben mir fährst du und hast lieb gelacht. Wolltest mit mir reden, ich war gespannt, ob du's schaffst. Ich hab ehrlich auf ein Wort von dir gewacht. Doch leider war ich dann schon am Ziel von meiner Fahrt. Servus, mach's gut. Gesehen. Wir haben heute den 70. Geburtstag von unserer Obergreiner Musik gefeiert. All das waren unsere Gäste heute Abend. Ich bin sehr glücklich über diese Besetzung heute Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vergessen Sie uns nicht. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederschauen. Wir sehen uns beim Andi.